Der antike Philosoph Heraklit aus dem griechischen Ephesos hatte eine folgenreiche Einsicht in die Weltordnung. Alles, erkannte er, befindet sich ständig und immerzu in einem Prozess der Bewegtheit. Nichts gilt für immer. Der Augenblick, der jetzt da ist, wird gleich schon nicht mehr sein. Morgen werde ich ein anderer sein als heute. Alles in der Welt strebt dahin, sich aufzulösen, sich zu verändern und letztlich zu vergehen oder zu sterben. Alles ist in einem ständigen Fluss oder alles fließt. So soll Heraklit diese Einsicht in die ständige Veränderung zusammengefasst haben. Er wendet sich damit gegen die verbreitete Meinung, dass es Beständigkeit und Ruhe in der Welt gebe. Nichts besteht für alle Zeit. Das individuelle Beständige ist in Wirklichkeit eine Momentaufnahme. Diese Wolke dort, sie wird bald abregnen. Dieser Baum dort, er wird eines Tages von Käfern zerfressen sein. Dieses Haus da, einmal wird es nicht mehr da stehen. Nichts entgeht dem Gesetz des Flusses. Die Abfolge von Entstehung, Veränderung und Zerfall ist unerbittlich. Sie kennt keine Ausnahmen. Menschen irren, das will Heraklit sagen, wenn sie Beständiges annehmen. Von vielen Dingen meinen wir bloß, sie seien beständig, zum Beispiel Gebirge wie die Alpen oder Länder wie Schweden. In Wahrheit aber wachsen und zerfallen diese Dinge nur viel langsamer als andere. Das kann man sich mit einem Gedankenexperiment verdeutlichen. Unsere normale Wahrnehmung von der Welt ist so, dass wir etwa 5 Sekunden lang die Gegenwart wahrnehmen. Das sogenannte Jetzt ist also 5 Sekunden lang. Daher kommt es, dass uns sehr viel Veränderung in der Welt entgeht. Nehmen wir einmal an, wir hätten eine andere Wahrnehmung, ein anderes Bewusstsein der Gegenwart. Sagen wir, es wäre nicht 5 Sekunden lang, sondern 5 Stunden lang. Dann könnten wir sehen, wie eine Wolke abregnet. Wäre unser Bewusstsein 5 Tage lang, dann könnten wir das Gras wachsen sehen. Wäre es 5 Monate lang, dann könnten wir sogar ein Baby wachsen sehen. Nehmen wir an, es wäre 500 Jahre lang, dann würden wir auch Länder wie Schweden sich wandeln sehen. Wäre es 5000 Jahre lang, dann würden wir auch Berge in den Alpen wachsen sehen. Alles fließt, bedeutet, dass alles sich wandelt. Alles ist im Fluss der Zeit. Nichts ist fest. Es scheint nur so. Heraklits Weltphilosophie berührt natürlich auch uns. Wir sind aus dem Stoff des Universums gemacht, entstehen inmitten des Alls und werden eines Tages zum Ursprung zurückkehren. Als Teil der Welt haben auch wir unsere Position im Werden und Vergehen. In den kommenden Unterrichtsstunden soll unser Leben, das ist unser Dasein in der Welt, das Thema sein. Wir werden dem Leben nachdenken. Wir werden fragen, wie man es gestalten kann, und wir werden überdenken, wie wir es auf gute Art und Weise führen können. Anders gesagt, wir lernen etwas über Lebensphilosophie. In diesem Zusammenhang werdet ihr die Lebensphilosophie einiger berühmter Philosophen kennenlernen, darunter Sokrates, Platon, Aristoteles, Epikur, Epiktet und Marc Aurel. Dieses Video ist dazu eine Einführung. Es wird hier noch gar nichts über diese Philosophen und ihre Philosophie gesagt. Es soll vielmehr einstimmen in das Thema. Dazu ist die Einsicht Heraklits ganz gut geeignet. Wenn wir sie ernst nehmen und durchdenken, dann können wir unser eigenes Leben überblicken und begreifen als den Zeitraum zwischen unserer Entstehung und unserem Vergehen. Wir werden dadurch daran erinnert, dass wir geboren wurden und sehen uns der Gewissheit ausgesetzt, dass wir dereinst nicht mehr da sein werden. Die Geburt war der Beginn unserer individuellen Existenz. Zwar waren wir davor in gewisser Weise auch schon am Leben, gewachsen im Leib unserer Mutter, und verbunden mit ihr, ausgestattet mit einem ganz kleinen eigenen Herzen, aber ganz so genau müssen wir hier gar nicht sein.
Es ist kein Geheimnis, aber ganz oft ein Tabu, dass mit der Geburt eine unbekannte Frist in die Zukunft gesetzt wurde. Alles, was entsteht, wird einmal vergehen. Eines Tages, wenn der Tag der Frist kommt, werden wir aus dem Leben gehen. Mit Humor lässt sich die Einsicht von Heraklit so erklären: Ungeboren kommt keiner davon. Und lebendig kommen wir aus dem Leben nicht heraus. Der Schauer, der unser Herz erfasst, wenn wir an unseren eigenen Tod denken, der ganz leichte Bammel, den wir verspüren, wenn wir uns ausdenken, eines Tages nicht mehr da zu sein, dies ist ein ganz natürliches, ehrliches Empfinden über die Art, wie wir in diesem Universum leben. Es überrascht euch vielleicht gar nicht, dass dies aus denselben Gründen, die ihr nachfühlen könnt, eines der ganz großen Themen der Menschheit ist. Der Tod, heißt es manchmal, ist der große Gleichmacher. Diesen Weg wird jeder gehen. Der Tod ist unausweichlich und unabänderlich. Religionen und Philosophien haben ihn in jedem Zeitalter ernst genommen und bedacht. Der griechische Philosoph Platon hat sogar einmal seinen Zuhörern erklärt, dass zu philosophieren nichts anderes bedeuten würde, als sterben zu lernen. So eigenartig das klingt, aber auch das Sterben muss gelernt werden. Jeder müsste in seinem Leben einen Umgang damit finden und eine Haltung dazu haben, dass der Tod kommt. Dieses Finden einer Haltung zum Tod ist Teil einer Lebensphilosophie. Dass wir Menschen darum wissen, dass wir sterben, liegt daran, dass wir ein Bewusstsein von der Zukunft haben. Wir können in Gedanken planen und uns Vorsätze machen. Wenn wir das tun, dann behandeln wir die Zukunft in der Einbildung so, als ob sie Gegenwart für uns wäre. Mit aller Vernunft können wir dann eben auch sehen, dass unsere Zukunft begrenzt ist. Die Grenze unserer Zukunft ist unser Tod. Dieser Umstand kann uns helfen, ein sinnvolles Leben zu führen. Um es in einer Metapher zu sagen, das Wissen um den Tod ist ein Spiegel für mich. Ich sehe darin, was ich im Leben bis zu diesem Zeitpunkt erreichen kann. Oder, um eine andere Metapher für denselben Gedanken zu nehmen, mein Tod ist das Ende des Horizonts meiner Lebensreise. Weil ich ihn sehe, weiß ich, dass ich noch lange zu fahren habe und kann meinem Leben eine Richtung geben. Das Wissen um den eigenen Tod gibt uns Menschen die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was wir sein wollen, bis wir aus dem Leben gehen. Wie will ich mein Leben führen? Was will ich im Leben erreichen? Was möchte ich am Tag meines Todes über mein Leben denken? Was sollen meine Kinder nach meinem Tod von mir denken? Es ist weise, sich seiner eigenen Sterblichkeit zu stellen. Doch diese Weisheit braucht individuellen Mut. Ich muss mutig sein, um den Ernst und die Schwere dieses Umstands meines Daseins auszuhalten. Thank you.
Es gibt niemanden, der sich dazu entschieden hat, am Leben zu sein. Es gab keine Wahl, ob man leben möchte oder nicht. Dass man lebt, hat sich niemand ausgesucht. Jeder kann sich so denken, dass es möglich gewesen wäre, dass er nicht existiert. Jeder Mensch ist unvorbereitet in das Leben gekommen. Ohne vorherige Erklärung und ohne Anweisung haben wir mit der Geburt angefangen zu existieren. Wir sind in das Leben hineingeworfen worden wie jemand, den man aus Spaß unvorbereitet ins Wasser schubst. Wir sind alle, jeder für sich alleine, in das Leben hineingeworfen. Während des Lebens aber müssen wir, schon ganz lebendig, lernen, gut zu leben. Was heißt es aber, gut zu leben? Was heißt es für dich, dein Leben gut zu verbringen? Was bedeutet es für dich, dass du lernen musst, gut zu leben? Am Anfang des Lebens, in den ersten Jahren als Säugling und Kind, werden wir bestenfalls liebevoll im Leben begleitet. Aber dann, als Teenager, beginnt eine andere Lebensweise. Selbst im Leben zu stehen bedeutet nämlich, sich selber Ziele zu setzen und Zwecke für sein Leben anzugeben. Um wieder in einem Bild zu sprechen, man muss eine Gleichung aufstellen, an deren einem Ende das gute Leben steht. Eine Lebensphilosophie will dabei helfen, den Variablen am anderen Ende der Gleichung einen Wert zu geben. Was macht ein gutes Leben aus? Was macht dein Leben reich? In den alten Lebensphilosophien, die wir im Unterricht kennenlernen werden, ist als das Hauptziel eines guten Lebens die Glückseligkeit benannt. Glückselig ist ein Leben, das im Großen und Ganzen in sich stimmig war. Eines, von dem man sagen kann, dass es lebenswert ist. Eines, das erlaubt, dass ich selber darin voll und ganz vorkomme und in dem ich voll aufblühen kann. Eines, das mich und alle Menschen berücksichtigt und insgesamt gut zu nennen ist. Eines, von dem man sagen kann, dass es ein gelungenes Leben ist. Eines, das unter einem guten Stern steht. Wie genau diese Glückseligkeit bestimmt wird und wie sie erreicht werden kann, das werden wir im Einzelnen kennenlernen. Als Vorbereitung auf die kommenden Stunden sollst du deine Aufmerksamkeit auf lebensphilosophische Fragen richten. Während dieses Videos sind schon viele Fragen aufgeworfen worden. Mach dich selbst auf die Suche. Wähle zwei dieser Fragen aus. Beantworte sie für dich. Damit steigst du schon in das Thema ein und bist für die nächste Stunde gut vorbereitet. Ein Tipp noch. Es ist übrigens ganz normal, dass du bei der Antwort solcher Fragen ganz viele Gedanken gleichzeitig hast und du nicht weißt, wo du zuerst anfangen sollst. Eine bekannte Technik, um Ordnung in diese Unordnung zu bringen, ist die: Schreibe 100 Sekunden lang, ganz ohne Ordnung und Blick auf richtig und falsch, alles auf, was dir in die Gedanken kommt. Du musst wirklich nicht auf Rechtschreibung und Schönschreibung achten. Dann kannst du danach diese Notizen nehmen und in einem zweiten Schritt eine geordnete Antwort schreiben. Verbinde dazu die Gedanken, die du gekritzelt hast, logisch. Und dann wirst du sehen, dass du sie in eine Ordnung gebracht hast.